Good News im Quotenjournal. Gestaltet von Tamara Wilhelm und Elisabeth Schimann. Mamma Mia. Im Februar 2011 wurde die lang geforderte Frauenquote im Kunstbereich parlamentarisch beschlossen. Über Abwege der vergangenen Jahre und neue Aussichten berichten live Tamara Wilhelm und Elisabeth Schimann. Standards, Transparenz und Offenlegung der Gender Balance. Wer reicht ein? Wer wird gefördert abgelehnt? Begründungen der Gutachterinnen. Siebtens. Monitoring von Gendermaßnahmen in Ministerien. Beobachtung von Besetzungen in verschiedenen Einrichtungen des Kulturbereichs. Professorinnen für Komposition. Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, 0. Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz, 0. Mozarteum, 1. Weitere Aktionen aus dem Kunstbericht der Stadt Wien, 2. Aus dem Frauenkulturbericht der Stadt Wien, Sparte Musik. Vereinsförderung Musik 2. Mit einem Gesamtbudget von 3.375.000 Euro wurden 17 Vereine gefördert. Davon 4, die von Frauen geleitet werden. Das sind 4%. Zum Beispiel das erste Frauenkammerorchester Österreichs oder das Wiener Volksliedwerk Wernherren. Vereinsförderung Musik 3. Aus einem Gesamtbudget von 470.000 Euro. First to yourself. Es ist noch nicht gekürzt, ich meine, es ist sehr unterschiedlich, ja. Es besteht die potenzielle Gefahr, meinen Sie, und ich kann nicht sagen, ihr habt Unrecht, ja. Hat in Österreich und Deutschland keine ein Ordinariat bekommen. Dabei sind unter ihnen Frauen, die sich auf ihrem Gebiet internationalen Ruf erworben haben, wie die Biologin Paula Hertwig, die Kernphysikerin Erta Pallik, die Genetikerin Elisabeth Schimann, und nur ein paar Namen. Bezweifelt werden, dass die Entwicklung in der Richtung der Gleichstellung der Frau vor sich geht. Dass dabei einige besondere Probleme noch ihre Lösung sind. Ich nicht bedauern, gar nichts. Naja, aber es ist unangenehm. Es ist ja zutiefst unangenehm. Ich meine, ob das jetzt ist, diese sexuelle Belästigung am Arbeitsmarkt. Ich spiele von meinem Alten. Ja, ich wusste schon, ich bin ja zehn. Ach, ach, ja. Nein, aber ich habe vorher schon vergessen. Gut. Also zwei ordentliche Professuren im Lauf von drei Generationen studierender Frauen. Das ist selbst für ein kleines Land überraschend wenig.